Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, heute hier auf dem Hochschulpolitischen Forum die Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu Karrierezielen und Karrierewegen an Universitäten noch mal kurz vorzustellen. Sie sind ja heute schon mal angesprochen worden oder mehrfach, auch mit der Bemerkung, dass ja inzwischen sogar auch der Wissenschaftsrat noch was zu den Karrierezielen gesagt hat. Wenn man diese Empfehlungen liest, wird man, glaube ich, sehen, dass der Wissenschaftsrat andauernd etwas zu Karrierewegen und Zielen gesagt hat. Also es sind eine ganze Reihe von Empfehlungen seit Jahren, die sich mit der Frage Erhöhung der Grundfinanzierung beschäftigen, mit der Frage, wie viele Professuren brauchen wir denn eigentlich? Und das, was wir jetzt in diesen Empfehlungen haben, ist eine Zuspitzung zu dieser Frage, wie gehen wir mit dem Thema Karriere, Karriereziele in Deutschland um? Was den Wissenschaftsrat vielleicht abhebt oder auszeichnet, ist, dass er versucht, seine Empfehlungen auf eine gründliche Problemanalyse zu stützen. Bei dieser Problemanalyse versucht man auch, ganz verschiedene Gruppen anzuhören und aus dieser auch Analyse der Datenlage dann eben eine Problembeschreibung anzufertigen. Und dann gibt es Empfehlungen, und auch hier ist vielleicht das Besondere bei den Empfehlungen des Wissenschaftsrats, dass die in der Verwaltungskommission zusammen mit der wissenschaftlichen Kommission verabschiedet werden. Und ich darf sagen, dass diese Empfehlungen eigentlich auch fast einstimmig angenommen wurden, was eben bedeutet, dass Bund und Länder sich diesen Empfehlungen anschließen. Aber es sind natürlich immer Empfehlungen. Und für uns ist die interessante Frage, was passiert dann mit den Empfehlungen? Wie werden die umgesetzt? Ganz kurz zur Problemanalyse. Ich glaube, dass hier viele Einschätzungen übereinstimmen. Ich würde aber trotzdem ganz gerne nochmal den Hintergrund skizzieren, der auch mehrfach schon angesprochen wurde. Wir haben ungefähr seit 10, 15 Jahren eine gleichbleibende Anzahl von Professuren in Deutschland, Größenordnung 25.000. Wir haben ungefähr eine gleich große Anzahl von dauerhaft beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, an Universitäten wohlgemerkt. Und wir haben einen deutlichen Zuwachs, eine mehr als Verdopplung von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die über Drittmittel finanziert werden. Wir haben natürlich auch eine deutliche Erhöhung der Studierendenzahlen in den letzten 10 Jahren, da auch locker noch mal eine halbe Million mehr. Das ist, denke ich, der Hintergrund, vor dem man auch sich noch mal die Frage stellen muss, wie schaut eigentlich die Betreuungsrelation von Studierenden und Professoren und Professoren aus? Wer kann oder wer macht denn heute Lehre? Es geht also nicht alleine um die Frage Karriere, sondern auch um die Qualität der Ausbildung, der Qualität der Studienbedingungen und sicherlich auch um die Förderung des Nachwuchses durch eine angemessene Zahl von kompetenten Personen. Wenn man diese Problembereiche anschaut, Vielfalt der Karrierewege in Deutschland, versuchen Sie mal, jemand aus dem Ausland zu erklären, wie man in Deutschland Professorin oder Professor wird oder wie man seine wissenschaftliche Karriere fortsetzt. Das ist nicht ganz einfach, weil Sie sehr unterschiedliche Wege finden. Gibt es die Habilitation, gibt es die Juniorprofessur mit Tenure Track, ohne, dann gibt es Wege außerhalb. Also ist eine große Vielfalt und dann eben auch sehr variiert über Länder, über Universitäten. Damit ist auch vielleicht beschrieben, dass die Karrierewege in Deutschland sehr verschieden, aber vielleicht auch nicht attraktiv sind. Und wir haben sicherlich auch ein Problem, attraktiv zu sein für junge Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland. Wir müssen aber eben auch interessiert sein, dass wir die aufgeweckten, an Wissenschaft interessierten Kolleginnen und Kollegen in Deutschland halten. Ein weiterer Punkt, der hier mit markiert ist, die Frage der Selbstständigkeit. Formal betrachtet sind die Professoren und Professoren selbstständig. Sie sind weisungsbefugt gegenüber wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das hat eine gewisse Problematik, wenn die Weisungsbefugnis sehr ernst genommen wird und damit eben die Möglichkeit unterbunden wird, selbstständig zu werden. Also ein wichtiger Punkt für erfolgreiches wissenschaftliches Arbeiten, für produktives, ist frühzeitig Gelegenheit zu haben, sich selbst zu erfahren, selbst zu erproben, selbst Anträge zu stellen, aber eben auch ein Stück Coaching oder Mentoring zu erhalten.
Das Thema, dass Befristungen Unsicherheit erzeugen, ist heute mehrfach angesprochen worden. Wir haben, glaube ich, hier auch zwei Situationen, die wir differenzieren müssen. Das eine ist die Befristung mit dem Ziel der Promotion, 3 Jahre, 3 oder 4 Jahre, je nachdem. Für diesen Zeitraum, denke ich, ist es sehr funktional und sinnvoll, von der Befristung auszugehen. Wenn wir die Postdoc-Phase anschauen, dann rutschen wir in eine andere Situation. Und da stellt sich vermehrt die Frage nach einer Berechenbarkeit, auch nach Transparenz. Inwieweit bin ich wirklich informiert über die Chancen, die ich habe oder die Risiken, die ich eingehe? Und gibt es Möglichkeiten, hier ein Stück mehr Verbindlichkeit und Berechenbarkeit einzuführen? Und zu diesem Thema haben wir uns auch besonders geäußert. Das hohe Durchschnittsalter, das wir über die ganze Biografie eigentlich feststellen können, das fängt ja nicht nur mit dem Abitur an, sondern eben auch danach Bachelor, Master oder Bachelor-Master-Abschlüsse, Promotion, Habilitation, Erstberufung. Bei uns werden die Leute sehr, sehr alt, bis sie möglicherweise erfahren, dass es einen anderen Weg gegeben hätte, in dem man eben auch sich wunderbar hätte entwickeln können. Also ein großes Problem oder Anliegen ist, wie können wir die Entscheidungen früher treffen, fällen, die dann eben auch die Möglichkeit geben, andere Wege einzuschlagen. Was auch problematisch ist, auch vielleicht manchmal zum Erstaunen, ist, dass die Verfahren oder die Qualität der Personalgewinnung, der Personalrekrutierung nicht unbedingt den Standards entspricht. Also da ist sicher eine relativ leicht zu behebende Herausforderung, wenn Sie eben sehen, wie häufig Stellen im Wissenschaftsbereich ausgeschrieben und besetzt werden, die dann natürlich auch für die Durchlässigkeit und Mobilität zu einem Problem werden. Und der letzte Punkt, den hatte ich eigentlich am Anfang schon mit anklingen lassen, zu wenige Professuren in Deutschland für die eigentlich anstehenden Daueraufgaben, auch zu wenige Stellen, die für andere Daueraufgaben zur Verfügung stehen, eben im Sinne auch dann unbefristeter Arbeitsverhältnisse, die ja bei Daueraufgaben auch gefordert wären. Damit stellt sich ein bisschen die Frage, welche Perspektiven sich für den wissenschaftlichen Nachwuchs bieten. Und das, was wir uns natürlich nicht wünschen, dass es eine Karriereleiter ohne Sprossen gibt. Was wir uns vielleicht eher ein bisschen vorstellen, ist, dass man eine schöne Bergwanderung und eben auch die Attraktivität eines Gipfels anstrebt, zielorientiert und auch weiß, welche Aussicht man am Schluss hat. Die Empfehlung des Wissenschaftsrats würde ich heute hier auf also 4 Kernempfehlungen nochmal zu verdichten versuchen. Die erste Empfehlung, dass wir mehrere attraktive Karriereziele an Universitäten brauchen. Ich habe bereits angedeutet, eine höhere Zahl von Professorinnen und Professoren. Der Anteil müsste deutlich ausgebaut werden, schließt aber auch mit ein, dass man sich vorstellen kann, dass vorhandene Stellen eben umgewandelt werden für Professuren, weil wir eben wissen, dass wir einen großen Anteil von wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen haben, die möglicherweise nicht so funktional sind für das wissenschaftliche System. Hier hat der Wissenschaftsrat einen Aufwuchs von insgesamt 7.500 Stellen empfohlen bis zum Jahr 2025. Das klingt vielleicht mal als große Zahl, aber wenn Sie die Relationen anschauen, die ich vorhin skizziert habe, ist das eine durchaus angemessene Zahl. Der Wissenschaftsrat verbindet diese Empfehlung auch damit, dass durch die Erhöhung dieser Zahlen ein Umstrukturierungsprozess in Gang gebracht werden kann, der es eben ermöglicht, auf ein Tenure-Track-System umzustellen, das eine deutlich höhere Transparenz und Berechenbarkeit aufweist. Die andere Seite eben eine klare Zuordnung von Daueraufgaben zu Dauerstellen. Also hier ist ein Kern der Empfehlung, darauf hinzuwirken, dass diese Aufgaben geklärt und sortiert werden und dann eben auch entsprechend Stellen an den Universitäten dafür geschaffen werden. Der zweite Punkt, transparente, wettbewerbsfähige und international anschlussfähige Karrierewege. Ich habe das gerade schon angedeutet. Die Zielgröße, die der Wissenschaftsrat anstrebt, ist ein Anteil von ungefähr ein Fünftel aller Professuren, die mit Tenure Track versehen sind. Tenure Track heißt, es ist eine Stelle hinterlegt. Es ist also ein
Berufungsverfahren erfolgt, in dem jemand zur Professorin, zum Professor ernannt wird. Und dann gibt es eben eine, möglicherweise eine Zwischenevaluation, auch ein Mentoring. Und am Ende stellt sich eben die Frage, ob das verstetigt oder fortgeführt wird. Aber es muss die Stelle hinterlegt sein. Und das unterscheidet den Tenure Track von manchen Junior-Professoren. Im Übrigen ist das ein Begriff, den ich nicht mehr so gerne verwenden würde, weil da eben auch schon ein bisschen die Augenhöhe verletzt wird zwischen Professorinnen und Professoren, wenn wir die einen eben als Juniors und die anderen als Seniors bezeichnen. Von daher war eine Idee zu sagen, wir würden uns wünschen, dass diese Tenure Tracks mit W2 möglichst ausgeschrieben sind und dann eben auch eine gewisse gleiche Ausstattung oder vergleichbare oder ansatzweise vergleichbare Ausstattung da ist, die ein wissenschaftliches Arbeiten ermöglicht. Also ein echter Tenure Track und entscheidend ein richtiges ordentliches Berufungsverfahren. In ähnlicher Weise ausdifferenziert sind nicht die Verfahren für die Ernennung, Berufung auf wissenschaftliche Mitarbeiterstellen in Dauerarbeitsverhältnissen. Hier ist der Punkt, dass wir empfehlen, auch den Universitäten entsprechende Routinen zu entwickeln und zu erproben. Der dritte Kernpunkt der Empfehlungen richtet sich auf eine professionelle Personalplanung und Personalentwicklung. Auch hier klang das mehrfach heute an, die häufig unzureichenden Daten, die zur Verfügung stehen, die eine gezielte Personalplanung erlauben. Also das heißt, wir brauchen mehr Monitoring, auch um tatsächlich die Aufgaben, die Personalkapazitäten richtig einschätzen, beurteilen und steuern zu können. Ein weiterer Vorschlag geht in die Richtung, dass eine größere Flexibilität eben auch im Umgehen mit Beschäftigungsverhältnissen dann erreicht wird, wenn wir das in größeren Organisationseinheiten ablaufen lassen, also nicht auf der Ebene von kleineren Professuren, Lehrstühlen, Instituten, sondern möglichst auf der Ebene von Departments, weil man sehr viel mehr Chancen hat, dann eben auch bei befristeten Arbeitsverhältnissen garantieren zu können, dass bestimmte Laufzeiten eingehalten werden. Ein wichtiges Thema aus meiner Sicht, Standards in der Personalentwicklung. Da würde ich, klang heute Vormittag auch an, Personalentwicklungskonzepte. Mich interessieren eigentlich eher die gelebten Personalentwicklungskonzepte, als die auf dem Papier stehen. Sie finden manches auf dem Papier. Die Frage ist, wie das tatsächlich umgesetzt wird, also inwieweit eben frühzeitig eine Beratung erfolgt in der bereits der Promotionsphase. Bei der Frage, gehe ich eine Postdoc-Phase über? Wie sieht da die Begleitung aus? Und wir haben ja in dem Vorschlag auch untergebracht, dass wir die Postdoc-Phase nicht zu lange erstrecken lassen wollen, 4 Jahre. Aber da ist dann auch wieder der Zeitpunkt zu sagen, ist es jetzt richtig, sich um einen Tenure zu bewerben oder ist es besser, sich für einen anderen Weg außerhalb der Universität, in der außeruniversitären Forschung, in der Wirtschaft oder in anderen Dienstleistungsbereichen zu interessieren. Offene Ausschreibungen habe ich angesprochen, keineswegs selbstverständlich. Mehr-Augen-Prinzip ist nicht selbstverständlich, wenn es um wissenschaftliche Mitarbeiterstellen geht, aus meiner Sicht relativ preiswert zu haben. Die Vertragslaufzeiten angemessen, großes Thema. Wir haben mit angedeutet, dass die Vertragslaufzeiten natürlich qualifizierungsangemessen sein müssen, also 3 Jahre für die Promotion. Und ich habe gerade angedeutet, für die Postdoc-Phase maximal 4 Jahre oder je nach Fach könnte man sich auch vorstellen, dass es weniger oder mehr ist. Aber hier braucht man auch eine Grenze und dann den Tenure-Track befristet auf 6 Jahre. Ein wichtiges Thema scheint mir auch die Mobilität oder die Durchlässigkeit zu sein, auch die Chancen für internationale Kontakte, das, verschiedene internationale Stationen anlaufen zu können, auch nationale Stationen und dann eben auch wieder hier eingebettet zu werden. Zum vierten Punkt, Finanzierung und Anreize. Wir haben versucht, in diesen Empfehlungen Handlungsebenen zu differenzieren, die eben unterschiedliche Akteure ansprechen. Den Bund einmal, der in Betracht käme, um gerade während der Übergangsphase mit Förderprogrammen zu unterstützen. Übergangsphase meine ich eben etwa vom bisherigen Berufungssystem auf ein Tenure-Track-System. Weil da haben Universitäten tatsächlich ein bisschen Probleme in relativ kurzer Zeit darauf hinzuwirken, dass sie Stück um Stück einen Anteil von 1/5 Tenure-Track-Professuren haben werden. Von daher wären Anreizprogramme, möglicherweise Förderprogramme sehr, sehr hilfreich, die natürlich in Zusammenarbeit von Bund und Ländern angegangen werden müssten. Ein Grundthema dazu, das
ist ja auch schon immer wieder angesprochen worden. Eine verbesserte Grundfinanzierung würde natürlich auch die Möglichkeit bieten, mehr Professorenstellen einzurichten. Auf der Ebene der Länder ist der Vorschlag, dass eben hier landesweite Strukturfonds mit Anreizen auf Landesebene angeboten werden. Aber eine sehr, sehr wichtige Handlungsebene ist schließlich die Universität, sich sehr genau zu überlegen, wie ihr langfristiges Personalentwicklungskonzept aussieht, welche Art von Stellen man benötigt, an welchen Orten, an welchen Stellen man Tenure-Tracks einrichten kann, an welchen Stellen, Dauerstellen für wissenschaftliche Mitarbeiter wirklich erforderlich sind, wie diese Verfahren dann aufzusetzen sind. Also da ist aus meiner Sicht nach wie vor eine sehr große Möglichkeit, die Nachwuchssituation deutlich zu verbessern. In dieser Liste von Empfehlungen steht nicht der wissenschaftliche Zeitvertrag, das wissenschaftliche Zeitvertragsgesetz. Dazu haben wir uns nicht ausgiebig geäußert in den Empfehlungen. Ich glaube, dass man das Zeitvertragsgesetz natürlich auch als ein Instrument neben vielen anderen verstehen muss, um die Situation für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu verbessern. Mit Gesetzen kann man ein bisschen was regeln. Man muss auch aufpassen, dass man nicht zu viel regelt. Aber viele andere Dinge, die wir zur Verbesserung der Situation für den wissenschaftlichen Nachwuchs brauchen, werden wir nicht durch Gesetzesänderungen schaffen, sondern eben dadurch, dass wir Programme auflegen, dass wir Anreize schaffen und dass wir eben vielleicht auch mehr Monitoring-Instrumente haben, um dann eben auch verfolgen zu können, inwieweit das gegriffen hat. Soweit von meiner Seite ein kurzer Input und bin ich sehr auf die Diskussion gespannt. Vielen Dank.